Willkommen zu Pflegeleicht. Wie fühlt sich eine Demenz an? Jetzt gleich geht es um eine Alltagssituation und zwar Essen. Tut uns allen gut, aber in einer Demenz kann das wirklich herausfordernd werden. Wir haben eine pflegende Angehörige gleich an unserer Seite, unsere Expertin Frau Tiedemann, mit der wir dieses ganze Konzept zusammen entwickelt haben. Und wir, ich mache auch mit, bekommen gleich so eine Brille auf. Ich kann das mal verdeutlichen. Oh, man kann nicht wirklich gut durchsehen. Und auch mit solchen Handschuhen zu essen, wird eine Herausforderung. Seien Sie gespannt. Menschen mit Demenz haben oft einen Tunnelblick, sie können Farben nicht mehr so gut erkennen und haben meist eine verschleierte Sicht. Dieser Effekt wird durch die verschmierte Taucherbrille erzielt. Die Arbeitshandschuhe an den Händen lassen Versteifungen und eingeschränktes Tastgefühl entstehen, die mit einer Demenz einhergehen können. Leichte Dinge werden kaum noch wahrgenommen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich bin präpariert und hole jetzt Frau Schlichtergroll und Frau Tiedemann. Hier im Haus Birkengrund wohnt die Schwester von Frau Schlichtergroll. Seit einiger Zeit will es beim Essen nicht mehr so recht klappen. Dabei ging es doch bisher immer problemlos. Frau Schlichtergroll wird gemeinsam mit mir erleben, wie es ihrer Schwester wahrscheinlich geht. Nehmen Sie mal bitte eine von den Tabletten, aber nur eine. Was? Bitte. Gott. Eine. Genau, eine bitte, nur eine, ne? Das sind jetzt aber nicht wirklich Tabletten, oder? Haben Sie eine? Nein. Ich gebe Ihnen hier mal eine in die Hand. Ja. Bitte schön. Ich habe eine in der Hand, aber ich weiß nicht, wo mein Getränk ist. Haben Sie mir was eingeschenkt? Ja, ich habe Ihnen hier was eingeschenkt. Das steht da rechts daneben. Dann sagen wir mal Prost. So. So, Prost. 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 Oh mein Gott. So, guten Appetit. Was war das? Ja? Erinnert das an Kindheit wahrscheinlich, ne? Ja. Also ganz klar ist hier die Herausforderung, wie Sie sehen, sehen Sie nichts, ich sehe nichts, ich fühle nichts und ganz besonders den weißen Grieß auf meinem weißen Teller ist eine unfassbare Herausforderung für mich zu finden. Ich habe gerade keine Lust mehr zu essen. Wie geht es Ihnen? Was ist das denn? Lassen Sie uns doch noch mal hingucken. Also, jetzt erzählen Sie mal ganz kurz, wie war das Gefühl für Sie? Wie haben Sie sich so gefühlt? Stellen Sie vor. Schrecklich. Ja. Schrecklich. Also, wenn man nicht weiß, wo die Sachen sind. Ja. Das ist also Wahnsinn. Nein. Was ich interessant fand, Sie haben gekleckert und haben es dann versucht, so mit Ihren Händen auch wegzumachen. Es ist ja peinlich, wenn man kleckert, ne? Also dieses Schamgefühl können ja auch Menschen mit Demenz definitiv noch empfinden. Das heißt, ich versuche mich anständig zu benehmen. Richtig. So, und mir gelingt es aber nicht. Mhm. Weil ich meine Sachen nicht sehe, ich spüre sie nicht. Sie haben länger mit einer Gabel rumhantiert, obwohl sie dachten, das ist ein Löffel. So, auch komisch, sie haben ihre Tabletten komplett rüberbuxiert. Haben Sie ihr Wasser gesehen? Ja. Im durchsichtigen Glas. Haben Sie es gefunden? Auch nicht wirklich, ne? Das Glas, das habe ich mir erahnt, als dass ich das jetzt also gesehen habe. Durch diese Brille kann man ja nicht. Und das auch mit der Deko. Wir haben ja mit Absicht alle Dinge, die man dann eben, die Marshmallows, die man hier essen kann. Ja. Aber auch dieses, dass man eben guckt, was ist auf dem Tisch drauf. Ja. Es zu ertasten und dann zu probieren. Ja. Ne? Also, ja. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Ihr Ehemann gibt sich wahnsinnig viel Mühe, Sie sind selber dementiell verändert und setzen sich an den Tisch und Sie kriegen es einfach nicht hin, so zu essen, wie es sich gehört und wie man es früher gemacht hat. Mhm. Da verzweifeln Sie doch und wahrscheinlich Ihr Ehemann auch. Ja, aber der würde mir dann alles so hingeben, dass ich davon also keine Probleme kriege. Mhm. Ja, und das genau ist, sage ich mal, der kleine Trick an der Sache. Man muss ein Stück in die Haut desjenigen hineinschlüpfen und muss sich da ein bisschen hineinversetzen. Also wie ist es, wenn ich nicht richtig greifen kann, weil die Feinmotorik nicht mehr funktioniert? Deswegen haben wir die Handschuhe genommen. Mhm. Wie ist es, wenn ich das, was ich sehe,
eventuell nicht mehr richtig identifizieren kann. Darum geht es, also diese Alternativen dann einfach. Wenn Sie das jetzt getrunken hätten, okay, Hauptsache es ist drin im Bauch. Ja. Ne? Darum geht es, ein bisschen Kreativität und Fantasie dann an den Tag zu legen. Es gibt ein paar ganz konkrete Tipps, die man da wirklich geben kann. Also ein durchsichtiges Glas mit Wasser ist wirklich eine Herausforderung, auch schon manchmal für mich, wenn es eine kurze Nacht war. Und ein bisschen Saft rein, dann sehe ich mein Wasserglas oder eben auch einen bunten Becher. Das Angebot auf dem Tisch reduzieren und möglichst nur wirklich das hinstellen, was man auch essen kann. Wir pflegenden Angehörigen wollen es ja schön machen. Ja. Deshalb stellen wir hier noch ein Blümchen hin und da noch Kastanien. Aber das ist für mich als Betroffener viel zu viel Information. Und dann weiß ich nicht, was ich hier machen soll. Es kann dazu führen, dass ich sage, ich habe keinen Hunger. Nee, ich möchte nichts essen. So, obwohl ich Hunger habe, aber ich bin überfordert in dieser Situation. Das Grün war wirklich toll. Ich konnte es sehen. Ansonsten ein weißer Teller auf einer weißen Tischdecke mit einer Kartoffel oder Grießbrei drauf, da kann es nur danach eigentlich aussehen wie ein Saustall. Insofern auch da Farbgebung wichtig. Ich danke, dass Sie diesen Schabernack mitgemacht haben. Gerne. Vielen Dank. Gerne. War gut. Und ich hoffe, wir konnten für Sie so einiges verdeutlichen. Die Körperwahrnehmung verändert sich, die Sinne verändern sich. Gehen Sie da wieder in die andere Welt ein, tauchen Sie da ein. Und dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, das Selbsterleben noch so lange wie möglich zu gestalten. Und ja, wir müssen einfach unterstützen und das gelingt. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Mehr Filme und Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Und wenn Sie Wünsche bezüglich Themen haben, die wir für Sie filmisch umsetzen sollen, schreiben Sie mir an sophie.rosentreter@dak.de.